Michael Speicher. Ich führe hier Käserei Fritzenhaus. Wir verarbeiten Milch von 12 Milchlieferanten zu Gruyère und verschiedenen Käsespezialitäten. Einer davon ist das Berner Mädchen. Wir haben heute zwei Leute hier von der Migros, die uns besuchen können und können schauen, wie wir das Berner Mädchen produzieren. Was machen wir jetzt genau hier, Michael? Also jetzt haben wir Milch, haben wir erhitzt, haben Bakterienkulturen drin, dann haben wir Kälbermagalat drin, jetzt ist es dick geworden. Jetzt tun wir das verschneiden, dass die Schotte rauskommt. Wichtig ist, dass wir jetzt langsam verschneiden. Das sieht leichter aus, als es ist. Bist du Schlechtshänder, oder? Also ja. Du musst noch denken. So? Ja. So. Dankeschön. Also jetzt haben wir den Käse 40 Minuten lang gewärmt. Dann haben wir ihn 10 Minuten lang ausgefüllt. Und jetzt füllen wir ihn noch abfüllen in die Forme. Das Berner Mädchen ist ein Käse, der ein schönes Bouquet hat. Also man merkt Blumen, die verschiedenen Kräuter, die, Kühe fressen. Und Terra Suisse ist ja graslandbasierte Milchproduktion. Also die Bauern setzen sehr wenig Kraftfutter ein. Und das wird unter dem Label aus der Region für die Region verkauft. Das muss man mit viel Liebe machen. Wenn man es mit viel Liebe macht, dann gibt es einen schönen Käse. Guten. Alors, je suis en train de laver un fromage. Ça, c'est ce qui se passe après l'avoir pressé. Ils vont dans un bain salé et ensuite, on les entrepose ici, 4 à 6 mois. Et on essaye de toujours le soigner pour qu'il ait une belle croûte, pour qu'il devienne bien, bien doré. Et comme ça, on peut le vendre et le manger. So, jetzt können wir endlich mal meinen Lieblingskäse probieren. Und, wie findest du? Der Käse aus meiner Region ist nicht schlecht, gell? Ja, oui, pas mal. On a bien fait ça. Bon choix. Okay. Bon. Cool. Käse ist wirklich fett.